ich bin der Björn und ich bin ganz neu jetzt bei den Wolfsmännern e.V. im Rudel Heddernheim Nord. Seit einiger Zeit hatte ich das Gefühl, dass die männliche Seite in mir, also dieses Tier im Mann quasi, ja, dass dieses Raubtier schläft. Auch wenn viele sagen würden, was? Wieso das denn? Der Björn ist ja jetzt irgendwo ein maskuliner Typ, ne? Ja, aber nee. Ne? Also schon, aber da ist noch einiges, was raus will und muss. Ne? Ich bin der Reinhold und ein Teil von mir, also dieses animalische Eben, das wird in der Gesellschaft unterdrückt. Ja, Doris, auch von dir. Du weißt es, im Sitzen geht es nicht. Und das kann ich hier also voll ausleben. Wir verbringen viel Zeit in der Natur, zum Teil als einsamer Wolf, zum Teil im männlichen Rudel. Das reicht vom gegenseitigen Beschnüffeln bis hin zum Pferdenlesen, Reviermarkieren etc. pp. Ja, das heißt in letzter Konsequenz auch Tiere reißen. Sicher, das ist nicht jedermanns Geschmack, das ist schon klar. Das war für mich aber irgendwo ein ganz entscheidender Punkt, um diese Männlichkeit in mir wiederzufinden. Na? Bei mir kommt nur Fleisch auf den Tisch. Gut, wir haben jetzt hier im Wald ja keinen Tisch, aber Sie wissen ja, was ich meine. Fleisch ist mein Gemüse. Und die Sättigungsbeilage. Und das Fleisch ist auch Fleisch, also alles, ne? Fleisch mit Fleisch. Ja, und da ist wirklich nichts vor mir sicher, was vier Beine hat. Meine Tochter zum Beispiel, die hat so einen Zwerghamster, ne? Der heißt Brad Pitt, ja, weil der guckt auch oft so, wenn er so guckt, ja. Und da sagt meine Frau schon immer, Reinhold, lass die Finger weg vom Brad Pitt, der wird bitte nicht verzehrt, sagt sie. Ja, da hatte ich schon Bedenken, dass ich, ja, nee, aber... Das ist ja eine mickrige Portion, der Brad Pitt, da hast du einmal abgenagt, da ist das erledigt. Nein, da muss schon mal ein ganz anderes Kaliber her, gell? Da braucht schon mal so ein Wildschwein oder so eine ordentliche Wildsau, gell? Ja, oder sagen wir es mal, ne, ein Zwölfende. Ja. Sowas erlegen wir hier mit Vorliebe, gell? Ah ja, sicher. Weißt du, als Mann bist du einfach das geborene Raubtier. Ja, das hast du im Blut, ja. Diesen Jagdtrieb, da sind die Sinne eben einfach präzise und die Instinkte messerscharf. Als Mann kannst du da gar nicht anders. Sag mal, Doris, ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht auf dem Handy anrufen. Ich kann doch als Wolf nicht mit dem Handy telefonieren, da ist die ganze Atmosphäre versaut. Nein, ich schwöre dir, ich weiß nicht, wo der Brad Pitt ist. Doris, jetzt mach dich nicht lächerlich. Ich habe den Brad Pitt nicht gegessen. Das klappt natürlich auch nicht immer mit der Jagd. Ne? Aber ich sag jetzt mal so, Pi mal Daumen, in 98% der Fälle hat so ein Tier keine Chance. Na. Gut, sagen wir 97%.
Kommt Ihre Bestellung bitte? Ich hätte gern 8 Cheeseburger, dann 5 Hamburger, 2 Chicken Filet und 10 Pommes. Ah, und wenn Sie haben, noch so ein paar Feuchttücher. Okay, dann fahren Sie vorerst das Fenster bitte. Jo, danke. Ach du, da freue ich mich jetzt mal richtig. Gell? Mahlzeit. So, ich mache aber das Brötchen weg. Ich will nur die Frikadellen viel gesünder auch, ne? Weitere Knaller-Videos mit Spaß gibt es hier. Und wegen dem Abo, also ich sage mal so, der Brad Pitt wird auch abonnieren und die Glocke aktivieren. Er kommt halt mit den Pfötchen immer nicht so ran. Aber Interesse wäre vorhanden, also das sehe ich im Blick.